Diese berühmte Nacht, von der wir heute im Buch Exodus hören, diese Nacht, die in tiefe Finsternis gehüllt ist. Die jüdischen Ausleger beschäftigen sich genau damit, mit jener Finsternis. Sie schreiben, die Finsternis war so dicht, dass die Menschen einander nicht mehr sehen konnten. Und das ist die schlimmste aller Finsternisse. Wenn Menschen unfähig sind, ihren Nächsten zu sehen, das heißt, ihre Nöte wahrzunehmen und ihnen zu helfen. Die Finsternis war so dicht, dass die Menschen einander nicht mehr sehen konnten in dieser Nacht, in der Paschanacht des Herrn. Die kirchliche Tradition liest eine Stelle aus dem Buch der Weisheit zu jener Nacht, zu jener Paschanacht. Wir hören das hier in der Regel am Beginn der Christmette, als tiefes Schweigen, das all umfing. Und die Nacht zur Mitte gelangt war, da sprang dein allmächtiges Wort vom Himmel herab, um genau das zu tun, was wir eben hörten, nämlich Ägypten zu schlagen. Die Tradition unserer Kirche fasst es als ein weihnachtliches Wort auf, obwohl es österlich inspiriert ist. Und deshalb ist auch die Nacht, die Osternacht, die Nacht der Wiederkunft des Herrn, da Gott wirklich kommt, da er in Christus wiederkommt, um diese Finsternis von uns Menschen wegzunehmen, von der die jüdische Auslegung spricht. Sie greift oft sehr schnell um sich. Das ist die schlimmste aller Finsternisse, wenn Menschen unfähig sind, ihren Nächsten zu sehen. Der da kommt, vertreibt genau diese Finsternis.